Nein, nein, das wagst du nicht. Das wagst du nicht, Freundchen. Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation. Ich bin hier gerade ein bisschen auf Zack, denn das Alien ist gerade hinter uns her. Guten Tag, der Herr. Ist ja sehr schön, ist, naja, Alien ist auf jeden Fall wieder penetrant wie ihr und je. Es ist schön. So, hier können wir wieder... Erstmal noch mal kurz die Kiste durchsuchen. Alter, kommt dieses Drecks wie in der letzten Folge, ne? Boah! So, mach schnell, komm. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr im Lüftungsschacht unterwegs sein wird. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Scheiße. Das kommt doch gleich wieder rausgehüpft hier. Hä? Guck mal, da kommt da schon angedackelt. Jetzt rums macht das gleich. Gleich hüpft er raus. Pass mal auf. Nicht? Nicht? Wir sind da hinten. Ach, da haben wir jetzt zugemacht. Ach du Scheiße, hier ist auch ein Lüftungsschacht. Ach, hier ist gar keiner. Ach so. Schlau, dass ich da sitze. Ich dachte, hier wäre einer gewesen. Ja, ich gehe mal eben kurz hier hinten hin. Ey, oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Dass ich jedes Mal an diesen blöden Terminal machen gehen muss, ey. Was ist falsch mit mir? So, Audio. Oh, zum Glück kein Audio-Log, Alter. Das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Wirklich. Eigentlich gar nicht. Ich mag die... Du... Ja. Frisch gewischtelt. Was ist so arschdunkel hier gerade? Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabbene, rabamme, rabum. Das Alien kommt raus. Weiter weiß ich nicht. Keine Ahnung, dürft ihr euch was ausdenken. Ihr dürft den Reim jetzt in den Kommentaren beenden. Bis jetzt läuft es aber recht gut. Aber ist das halt ernsthaft nur aktiviert, damit wir hier reinkommen? Ist das dein... Dein Ernst? Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Ach, hier ist er. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabregelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Da bin ich gerade, falls du es nicht gesehen hast. Aber gut. Ach, hey, guck mal, sogar mit Mikro. Das finde ich ja formidabel. Oh, das Spiel, ne? Verschlüsselte. Ah, na super. Nein! Oh, jetzt werde ich schon wieder rausgegangen, Alter. Komm, geh wieder rein. Geh wieder rein. Danke, reingegeben. Sicher ins Code. Private Nachricht. Code lautet 7789. 7789. Merke ich mir. 7789. Und wir spielen mal wieder ein Audiolog ab. Jus, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Ja... Schön. So, Schnuppi ist noch nicht da. Ich muss mal ganz kurz... Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann ich hier die Folge gerade eben angefangen habe. Ab welcher Minute. Müll. Ich würde mal sagen... Ich mach mal bei einer Stunde 10... Also, es muss euch jetzt nicht interessieren. Ich sage jetzt das einfach nur für mich. Ab einer Stunde 10 muss ich jetzt die Folge dann wieder beenden. So. Eine schöne vergoldete Tür, das finde ich toll. Beziehungsweise ein schöner vergoldeter Türrahmen. Wer ist denn das? Der sieht ja auch glücklich aus. Der hat aber nichts. Kollege, die hängen da so ein paar...
Ja, Gedärme. Ja, ist. Ja, gut. Können wir hier. Der funktioniert nicht. Wäre auch merkwürdig gewesen. Das wird eine Kamera. Ich mag die Kameras nicht. Was ist das denn hier alles so schön vergoldet, Mensch? Da haben sie ja wieder richtig Geld reingesteckt. Da hatten sie wahrscheinlich noch ein paar Dollar übrig gehabt beim Bau der Station. Okay, Pimmelkopf scheint sich aber relativ viel jetzt im Lüftungsschacht aufzuhalten. Das ist gut. Was? Oh, ich dachte gerade, ich kann das manchmal nicht so schnell unterscheiden. Ich denke mal ganz kurz, dass er rote Augen hat. Ich weiß, das sieht immer so aus. Wo sollen wir denn jetzt hingehen? Wieder nach oben? Aber wir waren doch schon ganz oben, oder nicht? Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Alter Kollege, falls du es noch nicht gemerkt hast, hier läuft ein gefährliches Alien rum. Aber sonst ist alles gut. Frisch gewischt Schild Isolation. Nehmt euch in Acht vor frisch gewischt Schild. Ach, guck mal, hier liegt noch Alkohol. Den habe ich übersehen. Wie kann das denn sein? Das ist ja unfassbar. Guck mal, hier können wir noch. Jetzt wird uns gar nichts mehr. Doch. In die Richtung sollen wir gehen. Pass auf, ich gehe mal hier ganz kurz rein. Ich will mal schauen, ob hier noch irgendwas drin ist, was von Interesse sein könnte. So. Geht hier. Es scheint abgesperrt zu sein, glaube ich. Oder es buggt wieder rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, diese Stille gerade, ne? Ekelhaft. Widerwotig. Hier hinten, war hier hinten noch einer? Hier sind nämlich so Kabel, oder? Hä? Sollen wir den nochmal aktivieren da hinten? Ach, jetzt sollen wir wieder hier lang. Jetzt sollen wir wieder hier lang gehen. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Und der Hemi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. 1&1 und der Hemi-Android. Sollen wir nochmal hier hingehen? Ich leuchte so ungern mit der Taschenlampe rum. Ich denke immer, ich glaube, das Alien kann das nämlich immer sehen durch den Lüftungsschacht. Aktivieren Sie Ricardos Umgehungsbefehl. Ach, können wir da doch noch was... Ah, so, mussten wir hier doch noch was am Terminal machen. Dann habe ich das hier wohl übersehen. Ah. Siehste. Jetzt aber, ne? Nicht? Nicht? Oder doch? Ich hab doch hier gerade was gedrückt. Ripley, es ist alles bereit. Lassen Sie das Programm laufen, um den Sicherheitsordner zu öffnen. Ah! Ricardo, Server hat Rezeption verschlossen. Alles klar. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Ja, ich bin immer leise. Meistens jedenfalls. Meistens, habe ich gesagt. Oh nö. Da kommt die doch gleich wieder rausgeflogen. Oh nö. Ich wollte mal kurz anmerken. Okay, der ist lieb. Ich wollte mal kurz anmerken, wir haben sehr lange nicht mehr gespeichert. Sehr lange nicht mehr. Flammenwerfer ist aufgeladen. Wir sollten den Flammenwerfer mal bereit haben, weil wenn mal was sein sollte, dann, damit wir dann direkt... Wisst ihr Bescheid? Der ist tot, hoffe ich zumindest. Alter! Ist ja gut. Junge! Beruhig dich mal! Ist das denn hier so? Jetzt ist doch mal gut hier. Alter. Was ist denn hier gerade los? So,
So, Schrott. Ist das laut? Ich will speichern. Ist jetzt aber kein Soundbug oder sowas, ne? Was soll das denn? Ach, hier hört der Sound wieder auf. Natürlich, klar doch. Du bist lieber Junge? Du bist lieber Junge. Gar nichts. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabregelung eingerichtet. Sie müssen. Da, jetzt ist er! Hurra, hau ab! Hau ab! Komm! Speichern! Speichern, speichern, speichern! Alter! Da kommt das Drecks hier um die Ecke, Alter! Boah, Mann! Entschuldigung, da ist mir gerade mal wieder die Hose weggeflogen. Also, Leute, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann bin ich bald der erste Mensch auf dem Mars, ne? Alter, okay, wir haben auf jeden Fall gespeichert, von daher ist alles wieder ready. Alter, ich will nicht mehr. Ich will echt nicht mehr, Leute, wirklich. Es ist... Ach, eine Leiche, ja, ist ja schön, das... Schön. Überall Leichen, überall Leichen. Ich glaube, in einem Audiolog... das sieht ja auch lecker aus mit diesem Buckel da. Ist das ein Pickel oder was ist das? Ich würde damit mal zum Arzt gehen, der Herr. Das sieht nicht sehr gesund aus. Naja, gut, okay. Ich glaube, der Typ sieht allgemein nicht mehr ganz gesund aus. Ja, sehr. Schön. Oh, diese Androiden. Aber warum lassen sie so viele Androiden hier rumlaufen? Nase juckt. Kein gutes Zeichen. Warum lassen sie hier so viele Androiden rumlaufen, wenn die uns nicht angreifen? Ich hab Alien gehört. Guten Tag. Der werte Herr. Der Schwanz sieht auch immer geil aus, als ob der durch die Luft schwebt, ne? Es ist meine dressierte Kobra. Kann er jetzt mal sich wieder hier, kann er sich mal wieder verduften? Es wäre sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Ich höre seine Schritte noch immer, dieses Duf, Duf, Duf. Lass mich bloß in Ruhe, Kollege, ja? Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett von ihm gerade gewesen. Dass er gerade in den Lüftungsschacht springt, wenn ich hier ankomme. Aber er ist schon wieder draußen. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch echt, wie der ist. Ist doch. Geh da rein, Mann, wegen dem blöden Kabel. Mädel. Wir sind sehr lange nicht mehr gestorben. Kann dies sein? Das finde ich merkwürdig, dass wir dafür, dass wir das auf Albtraum spielen. Wo geht's denn hier hin? Entschuldigung, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Hallo? Irgendwas Interessantes hier? Hier ist auf jeden Fall alles zu. Warum? Warum ist hier alles zu? Und ich glaube, dass ich die Folge gleich mal beenden muss. Das werden wir aber gleich erledigen. Ich würde sonst eigentlich ganz gerne mal... Scheiße. Warum mache ich immer so einen Blödsinn? Warum mache ich immer so eine Scheiße? Rums. Ach, jetzt sind wir hier. Erst so. Genau, hier stand ja unser Kollege eben noch rum. Ah, okay. Hätten wir ihm nicht einfach den Wartungsheber geben können, dann hätte er es selber erledigen können, oder nicht? Eigentlich. Oder? Hätten wir jetzt hier nicht unbedingt hinlaufen müssen? Sonst der Schwarze doch machen. Entschuldigung, ist nicht ernst gemeint. Das dürft ihr nicht ernst nehmen. So.
Das wird Dislikes regnen, Alter. Das wird wieder Dislikes regnen. Ich glaube, das Problem ist meistens einfach, dass die Leute zwischen schwarzem Humor und Rassismus nicht unterscheiden können. Dann sind wir wieder hier. Das ist doch auch Schwachsinn. Komm, latsch zurück. Wir haben auf jeden Fall nochmal gespeichert. Das ist doch schön. Haben feuchten Scheiß gefunden, aber das macht nichts. Das macht nichts. Oder liegt hier noch irgendwas in den Regalen? Nee. Gut, pass auf, dann. Och nein. Der schon wieder. Okay. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Das hasse ich echt. Ah, wenigstens das hier. Das ist ein bisschen leichter. Hoffe ich zumindest mal. Und Jackpot. So, Zugriff gewährt. Komm, mach auf. Mach auf. Da muss ich erstmal warten und das Teil die ganze Zeit so langsam runternehmen. Ich schaue mich nochmal ganz kurz um, bevor ich jetzt irgendwas mache. So, der Wackelvogel, der wird uns wieder unterstützen. Schon wieder? Es geht lange halt ein bisschen auf die Nerven. Vor allem in solchen Situationen, das ist immer mega nervenaufreibend. So. So. Gut, akzeptiert. Hm. Das war's. Geschafft. Ist der Ausgang offen, Rico? Ein Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu. Bewegt sich kein Stück. Scheiße. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung? Es tut mir leid, noch lieb? Ich arbeite dran. Scheiße, scheiße, scheiße. Kommen Sie aus dem... Hallo? Ey, du Hofmuckel. Hau mal ab hier. Ah, ich meine... Sie können gerne bleiben, wenn Sie... Nein. Nein. Das wagst du nicht. Das wagst du nicht, Freundchen. Ich war nicht... Guck einmal hier runter, dann gibt's... Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Hau ab. Geh. Was macht er denn jetzt? Was soll man denn machen? Okay, ich hab's. Hör, Sir Ripley, sofort! Schnuppi ist weg. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da können wir nicht reingehen, da sind schon wieder Gase. Okay, wir sind jetzt hier. Ganz vorsichtig und leise schleichen wir davon. Rappapapapa. Kollege Schnürschuh bewegt sich wieder in den Lüftungsschächten herum. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Panik speichern. Boah, Alter. Alter. Geht bei mir gerade die Pumpe, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sollen wir überhaupt hin? Wo sollen wir hin? Ich bin total falsch hier, ne? Schnauze! Wir müssen weg hier. Wo lang, wo lang? Hier lang? Okay, wenn du meinst. Wirklich sicher fühle ich mich hier eigentlich überhaupt nicht. Sollte ich auch nicht. Ich wüsste eigentlich auch gar nicht, warum ich mich hier sicher fühlen sollte. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, Ripley da rauszukommen. Oh nein. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen. Oh nein. Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo, wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Die ganze Arbeit umsonst. Ah! Das ist nicht zu glauben, Alter. Es ist doch wirklich... Ich bin neu, ja. Ich bin mir sicher, dass Sie hier waren. Es ist wieder die alte Tante von Netz, oder was? Wir brauchen einen Plan.
Wir brauchen einen guten Plan. Oh Mann, das gibt's doch echt nicht. Weißt du was? Wir haben gespeichert. Das ist ein Geräuschmacher. Kannst du mal nachgucken gehen, wenn du willst. Liebe Grüße von Schnuppi. Ich meine, Grüß Schnuppi von mir. 3, 2, 1, 0. Nicht? Was ist das denn für ein Scheiß? Wirst du mal ein Geräuschmacher oder kommt der noch nicht mal raus? Ich geh mal hier kurz rein. Wollte noch mal schauen, ob wir da jetzt irgendwas machen können. Ganze Arbeit umsonst, na super. Jetzt müssen wir ihn nochmal in den Laboren. Ich glaube, irgendwas mit Laboren erwähnte er. Können wir jetzt eigentlich hier viel Besserung für Würfmaschneider benötigt? Okay. Wer legt denn hier mit den neuen Loot hin? Wir waren ja auch schon mal drin gewesen. Und dann irgendwelche Menschen laufen hier mal durch die Gegend und verteilen immer Loot. Was hatten die jetzt? Hat die gerade schon wieder so einen spontanen Orgasmus gehabt oder was war das? Was ist jetzt mit den Leuten da? Warum kommt Schnubbel nicht? Schnubbel, kümmere dich mal um die werten Frauen und Herren und so weiter. Ja. Wir sind hier falsch. Wir sollen nach oben gehen. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo wir hin sollen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin sollen. Oh nein, 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 nein. Ey, wenn du jetzt rauskommst, ne? Ich fick dein Leben. Wirklich. Du, frisch gewischt. Wie machen wir das? Ich wette, wir müssen nämlich bestimmt zum Fahrstuhl. Jetzt habe ich vergessen, einen Schnitt in der Folge zu machen. Egal, macht nichts. Ja, wahrscheinlich war jetzt keine Anmoderation drin gewesen. Das tut mir leid. Das... Ja, klar, das sieht uns nicht. Natürlich. Ich frage mich, was meine Kinder gerade so treiben. Ach, guck mal, wir müssen sie noch nicht mal umbringen. So, tschüssi. Ich bin Vicky Koski. Scheiße. Alter, ey. Oh, Mann, dieses Spiel, ne? Aber wir mussten sie nicht umbringen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Guck mal, da haben wir doch mal ein paar Leben gerettet. Das freut mich. Wie sagt Sarazar nochmal? Ein Herz für virtuelle Menschen. Ja. Gut, Ladebildschirm.